Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte heute eigentlich ein FAQ drehen und mein Video baut auch auf einer Frage auf, die ich bekommen habe. Aber ich werde das FAQ erst demnächst hochladen bzw. drehen. Denn ich habe eine Frage bekommen, die hieß, was hältst du von Mobbing? Und das, ich muss jetzt einfach dazu mal eine Stellungnahme machen, weil ich eh ein Video darüber drehen wollte. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich erzähle euch jetzt heute eine kleine Geschichte und beantworte somit die Frage, was ich von Mobbing halte. Ganz viel Spaß dabei. Genau. Z. Philipp fragt, was hältst du von Mobbing? Was soll man von Mobbing schon halten? Es ist einfach der größte Dreck. Und dazu wollte ich eigentlich auch mal was ansprechen. Eigentlich wollte ich darüber ein eigenes Video machen, aber ich glaube, ich packe es jetzt einfach mal in dieses Video rein. Und zwar saßen Marcel und ich gestern Abend sogar am Esstisch. Es war wirklich 3:30 oder so. Oder 3:30 sogar schon, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir uns nochmal Cornflakes gemacht. Und dadurch, dass ich gestern ein Video gedreht habe, lag da halt noch meine Kamera. Und nachts, also ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, aber man macht sich da über Sachen Gedanken, an die man sich tagsüber irgendwie keine Gedanken macht. Auf jeden Fall hat Marcel die Kamera in die Hand genommen und hat gesagt, oh Mann, stell dir vor, damit würden wir in die Zeit reisen. Die würden uns alle echt angucken, wie sonst was. Und jetzt leben wir davon, Videos zu machen mit so einem Ding. Und vor so und so vielen Jahren gab es noch gar keine Kameras. Halt irgendwie so ein Gespräch haben wir geführt. Und dann haben wir so überlegt, in unserer Zukunft, also in der Zukunft von jetzt, was könnte da noch alles entwickelt werden? Und dann habe ich halt irgendwann so gesagt, boah, später machen sie sich dann wahrscheinlich Sorgen darüber, dass es immer wärmer wird und alle haben dann panische Angst davor, dass die Sonne die Erde verschlingen. Und dann hat Marcel gesagt, ich glaube, so lange machen wir gar nicht mehr. Irgendwie war das so eine Aussage, also ich persönlich hätte die niemals getroffen, weil ich irgendwie so krassen Respekt vor der Aussage hatte. Als er das gesagt hat, dachte ich mir so, wow. Das war auf einmal so voll die gruselige Atmosphäre. Also das Ende der Menschheit, das kann sich doch niemand vorstellen. Aber warte, ich komme gleich zum Thema zurück. Man selbst sitzt so hier und isst Cornflakes und ist irgendwie nur ein Teil von einem riesigen Ganzen, was wir alle nicht verstehen. Und eigentlich sind wir so unwichtig. Also wir sind einfach wirklich so hardcore unwichtig und jedes Drama, was man sich macht, ist eigentlich so unwichtig und jede Lästerei, jede Streiterei ist eigentlich so unwichtig, weil irgendwann wird es vielleicht nicht mehr die Menschheit geben und ich finde das so heftig gruselig. Es wirken so viele andere Kräfte über uns und das muss man sich einfach mal bewusst machen, glaube ich. Es könnte so viel passieren, worauf wir überhaupt nicht gefasst sind. Alter, die Zeit, die wir haben, ist eigentlich so kostbar und es ist so unnötig, dass wir uns mal wegen irgendwelcher Scheiße anzicken. Wir sollten die Zeit, die wir haben, einfach nicht mit Missgunst, Neid, Gier, Hasslästereien, negativen Vibes zerstören. Und dazu habe ich ein Beispiel. Und zwar war vor kurzem der Webvideopreis. Ich finde, der Webvideopreis ist eigentlich dafür da, YouTuber zu ehren und sozusagen eine Auszeichnung zu verleihen für das, was einige von uns geschafft haben. Generell einfach ein positives Event, auch wenn über den Webvideopreis und die Veranstaltung viel Negatives am Anfang verbreitet wurde. Aber trotzdem finde ich, das Event hat ja trotzdem stattgefunden, sollte das Event in erster Linie dafür da sein, die YouTuber zu ehren, dass wir vielleicht neue YouTuber kennenlernen, weil zum Beispiel kannte ich total viele Nominierte davon noch gar nicht. Und einfach denken, hey, nice, was er macht, das inspiriert mich, das motiviert mich weiterzumachen. Ich finde allerdings, dass bei diesem Webvideopreis alles ziemlich in den Hintergrund gerückt ist. Und ich muss sagen, ich war ziemlich enttäuscht. Ich war dieses Jahr das erste Mal da und ich muss sagen, ich hätte gerne mehr über die Nominierten erfahren. Zum Beispiel wurden da Leute ich habe schon wieder die Kategorien vergessen, aber da waren auf jeden Fall ein paar heftige, kleine, kurze Clips. Das war wirklich immer nur so 3 Sekunden gefühlt, die man da irgendwas gesehen hat. Und man dachte sich so, hä, für was wurde der jetzt ausgezeichnet? Das war total schlecht, finde ich, dargestellt. Ich habe das Gefühl, bei dem Webvideopreis wurde sehr viel Wert auf die Show gelegt. Und dadurch dann auch darauf, wie viel Gelächter kommt, wie viel... Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurden da ein paar Jokes gebracht und ich bin bei weitem kein Engel, wenn es um Witze geht. Witze sind auch immer irgendwo lustig. Ich finde, es gibt immer so eine, man muss schon ein bisschen Humor verstehen. Aber ich fand irgendwie, auf dem Webvideopreis war das so heftig unangebracht, was da teilweise gemacht wurde. Die Show wurde eröffnet, wie Barbara Schöneberger Wap Wap gesungen hat. Okay, haha, Gelächter. Aber über Bibi sind noch mehrmals Sprüche gefallen und immer diese Andeutungen und sie war halt nicht vor Ort. Es ist so hinter dem Rücken lästern. Das ist so wie in einer Klasse, die Person ist krank, über sie lachen mit dem Lehrer zusammen, weil ich meine, die Moderatorin hat ja mitgemacht. Also ich meine, was, hä? Ich finde, das hat er einfach nicht hingehört und ich finde, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das so gesehen hat. Boah, eigentlich sollte das hier nur ein FAQ werden. ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das so gesehen hat.
Und es wurde nicht nur Bibi gedisst, es wurde auch Red gedisst und Leon Mascher. Und jetzt kann sich jeder da seine eigene Meinung drüber bilden, ob das angebracht ist oder nicht angebracht ist. Aber ich finde, es sollte scheißegal sein, welche YouTuber jetzt irgendwelche Scheiße gebaut haben oder sonst wie schlecht dastehen. Die sind halt gerade nicht vor Ort und da hat man nicht auf einem Event, wo es eigentlich über was Positives zu berichten gibt, sich an solchen Sensationen und Bad Vibes aufzugeilen. So, ich finde, das gehört sich einfach nicht. Also kann ja jeder sagen, was er will, aber ich finde, auf so einer offiziellen Veranstaltung finde ich es einfach nicht korrekt. Wie gesagt, über Geschmack lässt sich streiten, über Humor urteilen ist immer mega schwer. Aber ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das so ein bisschen kritisch sieht. Vor allem, weil wir als YouTuber da sozusagen die Zuschauer waren und was gesehen haben. Also es wurde was gezeigt auf einem Monitor. Und die Moderatorin hat den Senf dazu beigetragen. Das heißt, wir haben das konsumiert, dieses Event. Und wir haben also auch die negativen Vibes konsumiert. Und ich glaube, viele Menschen funktionieren so, dass wenn sie eine Meinung sozusagen ins Gesicht geballert bekommen, die auch erstmal annehmen. Ist das so gut? I don't know. Ich finde, in Zukunft, und das würde ich mir einfach wünschen, sollten gerade solche Events und auch Klassenzusammentreffen und was weiß ich, einfach dazu genutzt werden, die Zeit miteinander zu nutzen. Ich hatte so unglaublich viel Spaß auf dem Videopreis, weil ich da so viele Gesichter getroffen habe, die ich noch nie zuvor zu Gesicht bekommen habe. Das war wie so ein riesen Klassentreffen. Und leider wurde auch genauso viel gelästert wie bei einem Klassentreffen. Und ich finde einfach, wir sollten ein bisschen damit aufhören. Ich muss mir da auch selber an meine Nase fassen. Jeder muss sich da an seiner Nase fassen. Alles das ist irgendwo eine Form von Mobbing. Und ich glaube, wir alle würden es nicht so geil finden, wenn sowas über uns breitgetreten wird. Beziehungsweise, also wenn sowas, wenn wir an der Stelle von der Person wären. Selbst ein YouTuber, der so als YouTuber-Jesus gefühlt von jedem dargestellt wird, der hat auch ein schlechtes Wort über sie verloren. Ich weiß nicht, ich finde, das gehört sich nicht und dann ist er in meinen Augen auch kein YouTube-Jesus mehr. Leider muss irgendwie jeder von uns mit sowas rechnen und ja, bla bla bla, wir sind Personen des öffentlichen Lebens, aber Fakt ist, das ist Mobbing, I don't fire. Macht mit und macht solche Trends nicht mehr mit. So Leute, wie gesagt, das FAQ kommt dann danach. Ich wollte das nur irgendwie mal kurz loswerden, keine Ahnung, könnt ihr jetzt finden, wie ihr wollt, mir scheißegal, ich finde, das musste mal gesagt werden. Liebe Grüße an die Lochis, die haben auch schon so eine Art kleines Statement auf der Bühne da gehalten. Und ja, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, je nachdem. Ganz liebe Grüße an euch da draußen. Mobbt euch nicht, habt euch lieb. Good vibes only. Tschüss.